Dürfen wir Sie ganz kurz interviewen? Für wen? Flügel TV. Bitte? Flügel TV. Okay. Okay. Wie ist Ihr Eindruck? Wovon jetzt? Von der Stimmung hier oder vom Wahlergebnis? Hochrechnungen, Stimmung, Medienandrang. Ja gut, Medienandrang ist hier sehr groß. Ich habe mir eigentlich gedacht, es sei hier mehr los. Dachte ich auch. Sonst immer im Ratssaal drüben. Und bin jetzt heute das erste Mal hier im Landtag. Aber im Ratssaal ist mehr los. Sie sitzen doch auch im Landtag bei der CDU. Ja, natürlich. Aber ich habe jetzt nicht mehr kandidiert. Das heißt, unabhängig vom Wahlergebnis ist für Sie die Landtagsgeschichte jetzt damit eh passé? Bei mir ist die Landtagsgeschichte vorbei, weil ich gesagt habe, ich kandidiere dann nicht mehr neu, aus Altersgründen. Und wie fühlt sich das an, nach so vielen Jahren, Jahrzehnten CDU-Herrschaft, dass man jetzt höchstwahrscheinlich abgeben muss? Es sieht so aus, ja, jetzt müssen wir abgeben. Was ist das für ein Gefühl? Vor allem hier in Stuttgart. Aber kein gutes natürlich, weil ich überzeugt bin, dass gute Arbeit gemacht wird. Und auch Herr Mappus hat gute Arbeit gemacht? Auch Herr Mappus hat gute Arbeit gemacht und ist von der Presse schändlich niedergeschrieben worden. Wie sollen sich die Leute, die ihn nicht erleben, die ihn nicht sehen, ein Bild machen? Die lesen die Zeitung. Da halte ich jetzt aber entgegen, dass er sich in der Presse einfach auch ganz furchtbar gibt. Kann ich noch nicht. Das war Ihr persönliches. Nee, das ist in Ordnung. Sie können gerne dazu stoßen. Natürlich, ja, genau. Ich bin Demokrat. Ich habe meine persönliche Meinung, bin Demokrat. Persönliche Meinung? Genau. Ich habe die Zeitung verfolgt, ja. Die Stuttgarter Zeitung. Sie hat sich unmöglich benommen. Gerade jedes, ich habe es genau überprüft. Dreimal hat es den Mappus unheimlich runtergeschrieben. Und wenn die Leute, der Mann auf der Straße, sich orientiert nach der Zeitung, dann ist es ganz klar, wie die Medien gegen einen Menschen sind. In dem Fall ja. Mappus, ja. Dann ist da kaum was zu machen. Aber sogar Zeitungen wie die FAZ, die Welt, das Handelsblatt, die Financial Times haben sich alle gegen den Mappus gestellt. Das muss ja irgendwoher kommen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe die Stuttgarter Zeitung, ich habe die Untertürkheimer Zeitung. Da war ein großer Unterschied zwischen der Meinung der Stuttgarter Zeitung und der Untertürkheimer. Das sagt ja alles. Die einen sind neutral, die anderen schreiben runter. Es gibt aber kaum noch eine deutsche Zeitung, sogar die Konservativen wie die Welt und die FAZ schießen gegen den Herrn Mappus. Das muss doch irgendwoher kommen. Kommt das aus dem hohlen Bauch? Der die Arbeit so schlecht nicht macht, im Gegenteil. Ich meine, kann man den Medien recht machen? Oettinger wurde immer als zu zögerlich und entscheidungsschwach bezeichnet. Und Mappus ist jetzt tatsächlich etwas zupackender. Das wirft mir ihn dann auch wieder vor. Aber glauben Sie wirklich, dass der Herr Mappus jemand wäre, ein Mensch, der so stark polarisiert, der auch aus meiner Sicht überhaupt kein Einfühlungsvermögen hat für Menschen, die anders denken, dass so ein Mensch ist, der ein Bundesland regieren sollte? Es geht um die Politik, die Politik. Was ist denn Politik? Das ist so Menschen. Misch dich wie immer rein. Du spielst dich nach vorne. Nee, das ist unmöglich. Ich wollte jetzt hier keinen Streit entfachen. Nee, aber das soll ja nicht tun. So, was wollen Sie noch? Ich finde Mappus gut, ja? Sonst hätte ich ihn nicht gewählt. Ich kannte ihn ja als Fraktionsvorsitzenden, muss ich zugeben. Die Rolle lag ihm natürlich sehr, weil er, da ist seine Aufgabe, den politischen Gegner anzugehen. Und das hat er sehr gut gemacht. Aber deswegen haben wir ihn mal auch gewählt, weil wir davon überzeugt waren. Was ich nicht gut fand, das sage ich auch offen, ist die Attacke auf Schuster. Das macht man schon mal nicht im Wahlkampf. Und das auf Herrn Röttgen? Ja, war für dich ja auch nicht richtig. Hat uns auch geschadet. Und der ENBW-Deal? Den ENBW-Deal sehe ich anders. Ich habe im ersten Moment auch gedacht, wie das Fax kam. Sondersendung, wusste ich ja nicht, was los ist. Im ersten Moment habe ich auch gedacht, die haben uns übergangen. Aber ich bin inzwischen überzeugt davon, es liegt da das Schreiben von der EDF mir vor. Die hätten nicht mitgemacht. Und das Aktienrecht erlaubt es auch nicht, den Vorbehalt. Darf ich fragen, wie lange Sie schon... Nicht lange, von
Michael Völfen und den ersten Bürgermeister. Also 2,5 Jahre. Aber CDU-Mitglied sind Sie schon? Ich war vor 14 Jahren in den Stuttgarter Gemeinderat. Hat sich die CDU, es geht ja auch zum Teil um die Debatte der christlichen Werte, um das C in der CDU, hat sich da was verändert im Laufe der Zeit? Also ganz sicher nicht bei Mappus. Mappus ist schon immer sehr konservativ, wertkonservativ gewesen. Da hat sich meines Erachtens nichts verändert. Nein. Dankeschön und trotzdem einen schönen Abend. Ja, danke. Danke. Mach ich. Es sieht aus, als würde Helmut Kohl den Weg hier entlang kommen. Jedenfalls ist es. Ah, Herr Kretschmann! Ja, das ist doch Winne Kretschmann. Wir bleiben einfach stehen. Guckt euch das an. Ich glaube, ich habe Angst. Komm, Bier! Bier, oh Gott. Um Gottes Willen. Ja, Herr Kretschmann. Herr Kretschmann, eine Frage. Komm, wir versuchen mal. Nein. Das ist geil. Der neue Ministerpräsident. Ich glaube, wir sehen hier unseren neuen Ministerpräsidenten. Komm, schwenk mal nach rechts. Ich glaube, wir sehen hier unseren neuen Ministerpräsidenten. Ein Würstchen. Nein, ich meine damit nicht Herrn Kretschmann. Ich meine das Würstchen auf dem Teller. Kabel, nimm mal Kabel. So, Herr Kretschmann läuft rein. Alle anderen Medienkollegen versuchen, ein Interview zu kriegen, hier drin auch. Was alle aber alle nicht wissen, ist, dass wir die Einzigen sind, die ihn heute Abend interviewen dürfen. Ist ja bekloppt. Unglaublich. Mann. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Und da! Da wird auch gerannt! Schnell! Aber jetzt Helmut Kohl! Jetzt kommt Helmut Kohl! Komm! Norbert Mappus von der SPD läuft ein. Und die junge Union läuft hinter ihm her und jubelt. Sind die Jungliberalen von der FDP bejubeln Helmut Schmidt. Was? Helmut Schmidt. Ist er? Oder was? Helmut Schmidt? Anders Schmidt. Herr Mappus, wie fühlen Sie sich jetzt? Danke, große Scheiße. Aber endlich kann ich mal in Ruhe ins Bett gehen, ohne dass alle mich rechts und links mich beobachten und bewachen. Wir gönnen es ihm auch die Ruhe. Dankeschön. Ja. Wie ist es eigentlich an Ihrer Stelle als die Frau? Man hat so viel Medienrummel jetzt erlebt. Ja. Ich bin froh, dass mein Mann jetzt endlich Ruhe hat. Ich finde, er ist ein Eichhörnchen, er sollte lieber Nüsse sammeln. Finden Sie nicht? Gut. Und sollte aufhören, mit der Wirtschaft darum zu kungeln und mit der Merkel. Die sollen alle eigentlich mal sich zur Ruhe setzen. Also eine Auszeit für die Schwarz-Gelben wird höchste Zeit. Ja. Man erholt sich dabei. Ja. Ich freue mich. Okay. Ich freue mich. Mit uns, oder? Wir sind Flügel-TV. Das kennen Sie gar nicht. Das ist eine Unverschämtheit. Ihr seid die Jugend, oder? Wir sind... Ich weiß es nicht. Das hat Herr Drexler auch gefragt. Was ist ein Flügel-TV? Ja, wir werden mal nachschauen, ob wir das finden. Bei uns über mein Apparat. Im Internet. Wir gehören zu den Oldies und haben weder Facebook noch all diese Sachen. Wir sind einfach in Ruhe und Frieden Leute. Also mit so Leuten möchte ich mich nicht nochmal unterhalten. Nein, tun Sie wirklich nicht. Wir haben es nämlich heute Abend aus der Politik und aus dem ganzen öffentlichen Getriebe völlig in den Elfenbeinturm der Hehren Kunst zurückgezogen. Ich wette, dass Ihr Opa genauso ist. Ja, ich habe keine Ohren, nie einen gehabt. Das gibt's nicht. Wir üben das gerade. Ich finde, Großeltern sein ist was Wunderbares und Enkel haben ist das Allerschönste. Gar nicht, echt nicht. Unsere Stadt. Ja, Berufsdemonstrant. Hase. Also dann schlaft gut, ne? Ich auch. Tschüss.